Am nächsten Morgen. Kahaha, was für ein herrlicher Tag. Guten Morgen, Frau Kramurks. Oh, Fräulein Miltank, Ihnen auch einen guten Morgen. Sind Sie hier, um Kuhmilch auszuliefern? Man sieht Sie ja immer nur beim Arbeiten. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Kunden im Trubelstadt. Ihre Bestellung habe ich natürlich auch nicht vergessen, Frau Kramurks. Die Gute hat's wirklich nicht leicht. Was will man machen? Na schön. Schau ich jetzt mal auf den Morgenplatz vorbei für die Morgengymnastik. Ist Trubelstadt irgendwie so ein Altersheim oder so? Der gar nicht mal so abwegig. Nanu? Warum bleibt Fräulein Miltank denn da plötzlich stehen? Die Leute scheinen sich dort zu versammeln. Gibt's vielleicht was Neues? Gratis? Gratis. Gratis, ja. Ach du liebes Bisschen, was ist denn das? Was sind das für Zettel? Lesen Sie lieber selbst. Da, ein Ankündigungsschreiben? Sind das etwa die gleichen Ankündigungsschreiben wie... Ein weiteres Ankündigungsschreiben. Ein Ankündigungsschreiben? Komischer Titel für ein Kapitel, aber ja, ein Ankündigungsschreiben. Und damit willkommen zurück zu Pokémon Super Mystery Dungeon. Ich bin der Gebirges und ja, es ist gerade sehr, sehr früh. Wirklich sehr, sehr früh. Und ich habe mir gedacht, ach komm, was soll's, nimmst du jetzt noch auf, damit du für später was hast. Deswegen, oh Mann. Entschuldige, wenn ich ein bisschen blödes Zeug quatsche und so weiter, aber ich bin echt gerade müde. Müde. Aber ich habe da schon mal das Update runtergeladen für Splatoon, das ich nachher spielen darf gegen 18, 19 Uhr und ich bin echt müde, wirklich. Deswegen entschuldigt. Und nicht nur eins, sondern ein ganzer Haufen davon auf dem Stadtplatz. So ist es. Dedenne hat heute früh auf dem Weg hierher ein Exemplar für uns mitgenommen. Dedenne, wenn ich bitten darf. Jawohl. Dedenne beginnt, das Ankündigungsschreiben vorzulesen. Du wirst in 7 Tagen sterben. Bekanntgabe der nächsten Versteinerung. Ugh. Das nächste Opfer steht fest. Dieses Mal wurde Entei vom Feuerberg ausgewählt. Oh shit! Hiermit wird bekannt gegeben, dass Entei in Kürze besiegt und versteinert werden wird. Oh Mann. Ich meine, ihn zu besiegen ist relativ einfach. Man kann es machen, ohne Schaden zu bekommen, aber Mann, das ist nicht fair. Was? Reden wir über denselben Entei? Unmöglich. Versteinert? Ja, gerade Flapdrix hat ein bisschen Angst vor Versteinerung. Fossilien. Dies wird sich auf dem Wasserkontinent am Cliff der Entscheidung zutragen. Zuschauer sind willkommen, aber nur auf eigene Gefahr. Ist das deren Ernst? Zuschauer sind willkommen. Wow, hart. Anders ausgedrückt, Schaulustige müssen damit rechnen, selbst versteinert zu werden. Mehr steht da nicht. Warum schauen die alle Flapdrix an? Ich hab gerade ein bisschen irgendwie so... Naja, ich bin ein bisschen beunruhigt wegen Flapdrix. Da steht also auf dem Schreiben, was auf dem Stadtplatz herumlag. Aber ich kann mir am besten nicht vorstellen, dass Entei wirklich besiegt wird. Von jemand anders als uns? Ja. Ich hätte irgendwie Lust, mir das mit einem Bergknabberzeug aus der Nähe anzuschauen. Oh, warum nicht? Tickst noch ganz richtig? Hast du denn nicht gehört, was in dem Schreiben steht? Also da mitsamt deinem Knabberzeug versteinert zu werden? Willst du etwa mitsamt deines Knabberzeugs versteinert werden? Also Scobby vermutet ja, dass dieses Schreiben nur ein dummer Streich ist. Wer weiß, ob Entei überhaupt dort auftauchen wird. Er wird dort sein, ganz sicher. Entei ist fest entschlossen. Entei ist fest entschlossen herauszufinden, wer hinter diesen Versteinigungen steckt. Versteinerungen. Himmel, Herr, noch Gott, eins, was war. Ich vermute, das war auch der Grund, weshalb er auf dem Windkontinent war. Solange nicht absolut sicher ist, dass dieses Schreiben nur ein Streich ist, wird er dort sein. Dedenne, wurde dieses Schreiben nur in Trubelstadt verteilt? Ich denke schon. Ich habe mich per Funk ein bisschen umgehört. Aber auf dem anderen Kontinent hat niemand auch nur ein Wort darüber verloren. Ich schlage vor, wir überprüfen selbst, was an der Sache dran ist. Wenn das Schreiben echt ist, kommen wir so vielleicht dem Täter ein bisschen auf die Spur. Flunkiefer Flapdrix,
Goppelbarmelin und ich müssen das zu fünft ansehen. Entschuldigung, aber was ist mit uns? Ihr bleibt hier, das ist zu gefährlich für euch. Oh. Was? Aber so hilflos sind wir auch wieder nicht. Wir könnten euch im Notfall im Kampf helfen. Ich hab doch recht, oder Gebirges? Wollen wir den anderen doch helfen? Wir wollen den anderen noch helfen. Ja. Sicher. Ach ja. Mir war klar, dass ihr das sagen würdet. Sicher, ihr habt Entel ganz schön eingeheizt. Ahaha, eingeheizt. Aber damals wurdet ihr auch von dieser mysteriösen Kraft beschützt. Wer weiß, ob euer Trick mit der Entwicklung in einer ähnlichen Situation nochmal klappt. Ich meine, ich hätte ihn auch so besiegen können. Also so schwer war es nicht. Der Täter ist außerdem von einem ganz anderen Schlag als Entei. Diese Angelegenheit ist wirklich gefährlich, versteht ihr? Nur ein bisschen. Minimal. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich habe den Ernst der Lage verstanden. Die Sache ist gefährlich, keine Frage. Aber ich kann auch nicht nur einfach nur tatenlos zusehen. Entei mag furchterregend sein, aber ich glaube nicht, dass er böse ist. Außerdem, ich kann den Anblick einfach nicht vergessen. Den Anblick von Latios und Latias, diese Reihenfolge. Nachdem sie zu Stein verwandelt wurden. Sie sahen halt aus wie Statuen, ne? Ja, gerade Latias ist ein bisschen traurig, Mano. Das hat etwas in mir verändert. Ich kann es nur schwer in Worte fassen, aber der Täter will wieder zuschlagen. Will weitere unschuldige Pokémon versteinern. Der bloße Gedanke daran. Das kann ich nicht verantworten. Ich muss etwas tun. Ohne Mist für ein Kind, es kippst ganz schön krass drauf. Ich kann einfach nicht tortenlos zusehen, wie ein weiteres Pokémon die Schicksal erleidet. Das tut mir so leid. Das ist diese blöde Uhrzeit einfach. Ich verstehe dich. Oh. Ich habe Latias und Latias auch gesehen, nachdem sie versteinert wurden. Mir geht es genau wie dir. Teamleiter, ich muss mich für die beiden einsetzen. Gib dir einen Ruck und lass sie mitkommen. Ich weiß, es wird gefährlich, aber wenn es hart auf hart kommt, beschütze ich sie. Flapterix. Na schön. Soll es heißen? Kips und Gebirges, ihr dürft mitkommen. Aber statt Flapterix wird Flunkiefer euch beschützen. Oh, Flunkiefer, interessant. Und Scoppel wird ihr dabei helfen. Moment, wir sind zu viert. Och, kacke. Einverstanden, Flapterix? Ja. Flunkiefer ist viel stärker und erfahrener als ich. Sie eignet sich besser als Bodyguard. Goppel ist außerdem besser mit dem Cliff der Entscheidung vertraut als ich. Dann kommen wir jetzt zur Teamaufteilung. Team 1 setzt sich aus Flapterix, Barmelin und mir zusammen. Okay, Gestein, Flug, Wasser und Elektro. Das ist gar nicht mal so ein dummes Kombo. Team 2 besteht aus Goppel, Gebirges, Kips und Flunkiefer. Okay, Normaltyp. Ist Goppel schon Boden? Ich glaube nicht. Also Normaltyp. Pflanze, Wasser und Stahl. Okay, das ist cool. Jedes Team wird sich über eine andere Route zur Spitze des Cliffs vorarbeiten. Quasi wie auf dem Vulkan. Kips, ich erwarte, dass ihr alle Befehle von Flunkiefer genauestens befolgt. Versprecht ihr mir das? In Ordnung. Danke, Ampharos. Jirachi, die Nenne und Flauschling, ihr bewacht das Hauptquartier. Und fress die Vorräte auf. Wie immer. In Ordnung? Nichts leichter als das. Geht klar. Während ihr wett seid, verputze ich alle Vorräte. Ich meine natürlich, während ihr wett seid, zaubere ich euch ein leckeres Abendessen. Natürlich. Alles klar, Freunde. Lass uns aufbrechen. Auf zum Cliff der Entscheidung. Jawohl. Das war ziemlich viel Gequatsche. Ihr müsst sicher noch einige Vorbereitungen treffen. Lass uns einen Treffpunkt festlegen. Gebirges, sobald ihr bereit seid, kommt bitte zum Stadttor von Trubelstadt. Skoppel ist ganz schön aufgeregt. Bis später. Okay. Komm, Gebirges, bereiten wir uns auf den Dungeon vor. Ich bin bereit. Bereit. Was ihr bis gerade gesehen habt, passiert, wenn man nicht aufpasst und außersehen auf Vorschau drückt, anstatt auf Aufnahme starten. Und damit willkommen zurück zu Pokémon Super Mystery Dungeon. Ja, mir ist beim Aufnehmen, in Anführungszeichen, der Fehler unterlaufen, dass ich nicht wirklich aufgenommen habe. Lag daran, dass ich wirklich zu müde war irgendwie und das nicht mitbekommen habe. Es ist mir erst später aufgefallen,
nachdem ihr, nachdem ich im Dungeon verreckt bin. Ich will es ganz klar sagen, ich bin im Dungeon verreckt. Ich habe alle meine Items verloren, die ich dabei hatte. Und es war eine Menge. Und ja, das war echt nicht angenehm. Deswegen gehen wir direkt in den Dungeon rein. Ich habe mich schon aufgefüllt mit Items. Auch von Keckler habe ich welche gekauft. Naja, meine Ringel habe ich hier. Verteidigungsringel auch. Belebersamen habe ich jetzt endlich wieder. Und boah, das war echt nicht angenehm. Hi, Skoppel. Wir sollten uns besser beeilen, sonst kommen wir womöglich noch zu spät. Jo. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass diese Ankündigung nur ein Streich war. Aber was es damit wirklich auf sich hat, erfahren wir erst auf dem Gipfel. Jo, das tun wir. Deswegen gehen wir zum Cliff der Entscheidungen. Zu E1. Und wenn ich was sagen darf, zu Beginn. Fallenimmunität. Nö, brauchen wir nicht. Aber lässt mir trotzdem ein. Wenn ich was sagen darf zu Anfang. Dieser Dungeon ist vollgepackt. Wirklich vollgepackt mit Gesteinstypen. Ist natürlich für unser Team absolut hammergut. Weil wir haben alle was Effektives gegen das Team. Gegen das Team, gegen den Typen. Oh, du kannst mich mal. Du kannst mich mal. Verbotsamen sind interessant. Wenn man den isst und eine Attacke einsetzt, glaube ich, war das. Ja, für. Wenn man eine Attacke einsetzt, ist die Attacke gesperrt für alle anderen Pokémon. Für den Rest des Dungeons. Das ist echt, echt kranke Tache. Tache, Sache. Apfel brauchen wir nicht. Zueignerringe. Zueigner war, glaube ich, was zum Werfen. Attacken auf dem Träger werden auf eine Nachbar des Pokémon umgeleitet. Aber Vorsicht, der Magen des Trägers lädt sich leicht. Ah, das war. Oh, das war Zueigner. Zueigner war eine richtig üble. Moment, war das eine neue Orb? Vitalorb. Zueigner war richtig übel. Ich glaube, das konnte wirklich so umlenken, dass gegnerische Pokémon sich gegenseitig umgebracht haben. Das war lustig. Moment, hebt negative Effekte auf und Zustand Vitalität. Ah, interessant. Brauchen wir nicht. Tschüss, Kecleon. Da vorne ist ein Little Meat. Yay, ein Little Meat. Ich sage mich immer noch, dass ich meinen Spezialangriffsring verplempert habe, weil er wirklich weg ist. Weil da konnte ich Little Meat mit 2 Attacken umhauen. Und nicht jetzt wie jetzt 3. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Ringel. Wir geben mal unseren ersten Ringel an wen? An Kips. Nicht, an uns. Erstmal ein bisschen Ringe verteilen. Geben den zweiten an Flunkiefer. Und den Verteidigungsringel geben wir an Kips. So, wenn wir schon mal dabei sind, schauen wir uns mal ganz kurz Flunkiefer an. Flunkiefer hat Eisenschädel, Feenbrise, Eisenabwehr und Nebelfeld und ist Level 50. Hurra! Total nicht übertrieben oder so. Hat einen jetzt Angriff von 75, hat einen Magen von 100, klar. Die Werte sind auch recht hoch. Liegt halt am Level, aber die KP-Werte sind halt nicht so pralle. Da haben wir schon ein bisschen mehr. Aber es fehlt halt an der Verteidigung und dem Angriffswert. Deswegen kann man gerne mal Flunkiefer nach vorne schicken. Flunkiefer ist nämlich ziemlich stark. Kann teilweise Pokémon hier mit einem Schlag rausnehmen. Vor allem mit einem Angriffsringel. So wie es gehört. So, was haben wir denn hier? Sinelbeere. Was haben wir da? Ein Fassungsorb. Wenn wir den mal irgendwann brauchen sollten, nutzen wir ihn. Ich bin am Überlegen. Schlafgeforscht. Gut. Ich bin am Überlegen, wie. Oh nein. Weg da. Offenlegung, wirklich? Dadurch? Übel. Ich bin am Überlegen, wie lange ich den Paten mache. Und. Wirklich? Ein Kickli? Das habe ich bisher noch nicht hier gesehen. Megasauger. Wie viel hält das aus? Nicht viel, aber es gibt eine gute Menge Erfahrungspunkte. Es gibt hier ein, zwei Pokémon, die einem richtig, richtig derbe reinhauen können. Scaraborn ist eines davon. Weil Scaraborn beherrscht Kugelsaat.
Und ja, wer Kugelsat kennt und weiß, dass Skaraborn das beherrscht, das kann echt nach hinten losgehen. Und zwar ziemlich heftig. Das andere, ich hoffe, ich werde es gar nicht erst antreffen, weil das wird wirklich absolut brutal, ist, naja, ich sag's, wenn wir es treffen sollten, oder wenn nicht, dann nicht. Dann sage ich es trotzdem später. Standhaftigkeit, yay! So, wo geht's denn lang? Es geht einmal nach oben. Guck mal oben lang. Sonnfell, naja, war jetzt nicht das große Problem hier. Wingbrise war Reichweite vielleicht? Nein? Oh oh, Steinpolitur. Du bist besiegt. Oh. Ein Zueigner. Haha, geil. Ein Zueignerring ist gefunden. Sehr schön. Könnten wir theoretisch verwenden. Oh, wie viel Plätze hat der? Warte, hat er 5 Plätze? 4. Oh, schade. Ich bin noch überlegen, ne? Ich überlege gerade wirklich ein bisschen. Oh, das war gut. Ein Gerogbrock. Salvenschutz. Salvenschutz ist nicht schlecht. Schrittweise den Schaden des Triggers durch wiederholten gegnerischen Angriff. Da wir vorne stehen, gar nicht mal so dumm. Oh, hi. Oh, das war süß. Aua. Das war gemein. So, gib mir meine KP zurück. Gib mir meine KP zurück. Oh Gott. Skoppel, geh du mal in die Front. Du hast nämlich... Au. Au. Das ist nämlich Duplex-Sieb, was guten Schaden macht, aber das Ding hat auch Armstoß. Hä? Hätte ich ja drauf kommen können. Oh, hallo. Paralyse vielleicht? Oder kann es nicht paralysiert werden? Oh, shit. Skoppel, deine Sache. Mach's richtig. Gut. Ja, dieser Dungeon ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich fand ihn jetzt nicht unbedingt schwer. Es war nur das Problem, dass man zu viert ist. Und wenn man nicht aufpasst, dann wenden. Wenn man halt nicht aufpasst, dann kann es schon teilweise echt nach hinten losgehen. Und wenn man Pech hat, hat man auch Gegner mit, naja, One-Hit-Gefahr. Was ich dazu sagen muss, lustigerweise, oh, schon wieder ein Kekkelion-Laden, den wollen wir doch voll verarschen. Hier, mein Kollege, da vorne, dahinter mir meine ich. Skoppel. Skoppel. Der war lustig, der hat mir einfach mal ein Duplex-Sieb in die Fresse geschmissen und hat mich dabei gekillt. Was ist das? Ein Muntersamen. Davon ist ein Sonnenfell, das haut mir kaputt. Oh ja. Na komm. Okay, Kips kann auch was machen. Gut. Und wir hauen ab. Hier ist die Treppe. Ganz ehrlich, ich könnte mir echt überlegen, jetzt einfach mal das Ding zu mir einfach zu beklauen. Aber ich glaube, da war irgendwo... Naja, da war Wasser im Weg. Das ist nicht so toll. Durch da. Weiter geht's. Zu E5. Wo bin ich gestorben? Ich glaube, es war auf E7 müsste das gewesen sein. Oh, da sind Draschel. Hallo? Du bist mir noch gänzlich unbekannt hier in den Dungeon. Aber will ich dich angreifen? Ich glaube irgendwie nicht. Ah, vielleicht. Das Ding schläft einfach. Okay, Skoppel, du stellst dich mal nach vorne und du tankst das Ding. Blut. Läuft. Na super. Oh, for fuck's sake. Wirklich jetzt? Oh nein, das kippt in Ruhe. Kann ich das vielleicht ein bisschen abändern? Dass ich jetzt nicht unbedingt drauf gehe? Verdammt. Das Ding hat einfach Glück gehabt. Hart Glück gehabt. Ja. Fliegen. Das hat auch unten angegriffen, oder? Ja. Wow.
Das hat gute Erfahrungspunkte gegeben. So ein Dreck aber auch. Oh, Voluminas, hallo. Erdanziehung, eine der krassesten Animationen im ganzen Spiel. Oh nein, das Botalanda war nicht das schlimmste Ding in dem Dungeon. Das war jetzt relativ einfach zu besiegen sogar irgendwie. Es gab ein Vieh, was wesentlich schlimmer ist. Und wir haben Level Up für Kips. Yay. Yay, Level Ups sind super. Eine coole Box. Hm. Mobile. Ah. Du bist tot. Hi. Moment. Belebersamen. Bierrockbrock. Theoretisch können wir das Ding einfach rumliegen lassen, oder? Wir geben dir ein Mini-Belebersamen. Jo. Kannst du aufstehen, Ruckzuckhieb einsetzen? Hoffentlich. Ach nee, ich kann noch angreifen. RIP. Das war mal ein K.O. Ich hoffe, wir treffen das Vieh gar nicht erst an, was ich meine. Oh, und sieh die Mantur. Du bist mir auch gänzlich neu hier in den Dungeon. Wie man vielleicht sieht, an der Konnexosphäre. Aber interessant. Okay, das ist fies. Das war nicht ganz nett, möchte ich sagen. Ein Tipp, es ist ein Drachentyp, der echt böse wird. Ah, Robustheit, sehr cool. Ich meine, nicht so cool. Kugelsaat. Autschie. Okay, ran da. Du bist schon wieder wach. Was uns erwarten wird hier am Ende des Tunnels, das weiß ich gerade nicht. Ich weiß, dass wir gerade auf E6 sind. Yay. Und irgendwann werde ich hier im Dungeon eine Halbzeit machen und... Oh, nope. Nicht noch einmal. Ich hoffe, es gibt hier eine Halbzeit, dann kann ich den Part damit beenden. Oh, da unten haben wir das Vieh. Da unten haben wir das Vieh. Es war ein Vibrava. Es war einfach nur ein Vibrava. Ihr könnt nicht glauben, wie unfassbar widerlich das ist. Gegen ein Vibrava zu kämpfen. Vor allem, wenn es dann sowohl, jetzt hört zu, Erdkräfte hat, was den ganzen Raum betrifft, als auch Aufruhr, was den ganzen Raum betrifft. Und mit Erdkräfte dann auf einmal, einfach so, ohne Grund, Kips gewonshottet hat, sich weiterentwickelt hat zu einem Libeldra und mich damit mit Aufruhr gekillt hat. Das war nicht nett. Daraufhin habe ich die Aufnahme dann beenden wollen. Und hab dann gesagt, ach Leute, wenn ihr mich retten wollt, rettet ihr mich. Ich gebe euch hier den Link und so. Beziehungsweise die... Wie heißt das denn? Wie heißt das denn noch gleich? Den Code. Oh, verdammter Mist. Moment. Standhaftigkeit bekommt erstmal schön... Kips. Wir warten hier, bis sie weitergezogen sind. Ja, wir können weiter. Gut. Und dabei muss man speichern und dabei ist mir dann aufgefallen, oh scheiße, du hast gar nicht aufgenommen. War nicht so toll. Steinwurf. Aua. Megasauger, um zu heilen. Doch hoffe ich, dass das nicht so viel bewirkt hat. Aua. Und wobei Sonfel sind gerade. Glaubt ihr, dass Sonfel uns... Au, du mieses Stück Scheiße, du. Glaubt ihr, dass Sonfel und Lunastein in Sonne und Mond eine eigene Signaturattacke bekommen? Würde mich mal interessieren, ob ihr denkt, dass da was passiert in die Richtung. Denn ich vermute mal ja. Alter, jetzt kommen die Gegner was wieder entgegen. Ist ja gut. Du bist weg. Megasauger. Ah, das sind Mobile. Und Mobile können fies sein. Es sei denn, sie sind One-Shot durch einen Ruckzuckhieb irgendwie. Ah, guck mal hier. Ein Schutzplus. Cool.
So, Little Meat. Nope. Ah, okay. Nope, du kannst mich nicht besiegen. Ich besiege mich höchstens selbst. Pomp. Pomp. Also, ich hätte gerne Flunkiefer im Team, immer dabei. Wäre wahrscheinlich ultimativ lustig. Ultimativ vor allem. Ultimativ lustig, weil die einfach mal alles tötet. Sie ist lustig. Level 50 vor der Win. So, dann denke ich mal, dass der Ausgang hier oben sein wird, vielleicht. Weil bevor ich da hingehe, könnte nämlich noch ein Raum da. Na, egal. Da könnte noch ein weiterer Raum sein, aber als ob. Skoppel! Danke! Ach, hallo, Wilhelminas! Erst Erdanziehung, dann Magnetflug, du bist ein Held. Feuerodem. Schaufler! GG. So. Der Magen ist leer. Heißt, einmal kurz auffüllen mit dem Apfel. Jop. Om nom nom. Ein Elixier. Sehr gut. Was ist das? Ein weiterer Schutzplus. Ach, Kips, du hast gerade richtig gute Verteidigung dadurch. Freut mich für dich irgendwie. Weil du bist echt extrem notwendig gerade. Extrem notwendig. Und ich hab's gewusst. Ich wusste es, weil nicht ganz. Vielleicht kann der Weg auch hier unten noch weitergehen. Da ist dann der Ausgang. Jop, der ist hier unten. Und E9. Mist. Ich hatte gehofft auf eine Halbzeit. Es hat nicht sein sollen. Luxohren. Nehmen. Statt Fallenimmunität. Wir brauchen so einen Scheiß. Oh. Hi. Und Umschutz. I. Aua. Interessant. Hatte mich auch gefragt, warum das Ding kein Elektrotyp geworden ist. Er stört mich so ein bisschen. Noch ein Voluminas. Was sich hinter uns versteckt. Und da ist ein schlafendes Drahschild. Das ist nicht so toll. Okay, das soll es gewesen sein. Schaufler, Wurf tot. Sedimantur. Oh nein, nicht schon wieder. Sei paralysiert. Fuck. Kipps Haus um. Gut. Hier ist auch nicht der Ausgang. Au, Aeroas? Wirklich? Also, teilweise haben die echt merkwürdige Attacken drauf. Oh, verdammt. Ganz viel Staub. Attackensalve. Das könnten wir mal. Oh, ich weiß, wie wir das geben. Attackensalve geben wir ganz geschickt. An Flunkiefer, genauso wie die Schlafkraft. Oh, das wird so ekelhaft werden, wenn die angreift. E10 immer noch keine Halbzeit. Ich fasse es ja nicht. Oh oh. Oh oh. Sag mal. Nein, nein, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Nein. Wir brauchen in erster Linie erstmal. Oha. Das Ding tot. Gut. Und dann können wir durchstehen und heilen. Sollte auch nicht allzu viel geben. So. Hervorragend. Ja, mal, Dankeschön.
kommt ein Little Meat. Schieben. Eisenschädel. Bam, bam. Tot. Und Eisenschädel wird nochmal verstärkt. Eieieiei. Okay, hier ist ein reiner Rundgang. Aua. Mach du das. Ich dachte, mach du das. Dankeschön. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall einen Apfel. Einen der älteren. Denn die funktionieren genauso wie die neuen, nur sind halt nicht so teuer. Standhaftigkeit, noch mehr. Okay. Bevor ich jetzt irgendwas richtig Doofes mache, brauche ich ein Elixier. Wobei, Kips. Georock-Brocken? Vielleicht? Hm. Katsching. Katsching. Dein Wurf. Yeast. Georock-Brocken. Nice. Okay, hier ist nicht der Ausgang. Schade. Frag mich auch, wie viele Etagen der Dungeon hat. Sorry, Dungeons haben ja irgendwie wenige Etagen. Oder nicht so viele wie die anderen. Wie Nicht-Story-Dungeons. Wobei. Hallo, Eisschild tot. Hohoho. Muss bisher der höchste Schadenswert sein, den wir gesehen haben im Spiel. In einer Attacke. Oh oh. Hinter uns. Oh, das ist nicht so toll. Georock-Brock. Georock-Brock. Ich sagte Georock-Brock. Komm schon. Dankeschön. Ihr auch nicht, aber wir haben ein paar Items. Elixier. Das liegt hier so rum. Trinken wir es einfach, egal. Und ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Immer viel Kohle. Meine Moneten. Ganz viele Moneten. Und hier hinten ist dann der Ausgang, hä? Natürlich. Natürlich der letzte Gang, wo man hingeht. Und er führt immer noch nicht zum Ausgang. Heieiei. Oh, ihr seid zwei Sonnenfüll. Ha. Energieball, Crit. Ruckzucki. Energieball. Kein Crit. Mega Sauger. Besiegt. Gut. Da war nix. Da ist nix. Hier oben ist auch nix. Elixier. Trinken. Kips. Müsste vielleicht Blumenkiefer gleich mal auffüllen auch. So viele Eisenschädel dürfte es auch nicht mehr haben. Stärke. Oh, nice. Noch ein Stärke Plus. Ach, du bist einfach nur ein schlafendes Garaborn. Hm, er ist da. Drei Stück. Boom, tot. Vier Stück. Sehr gut. Sonnenfell unter uns. Nee, Lithomid unter uns. Das Lithomid unter uns. Nein, hier ist nicht der Ausgang. Au, Zornklinge ist nicht cool. Nein, lass es. Sehr gut. Nach oben hin. Dann sollten wir zur Treppe kommen. Item. Eine Siedelbeere nehmen wir noch mit, statt was auch immer wir mitgenommen haben, einen Samen. Halbzeit. Endlich. Yay. Oh oh. Oder auch nicht. Vielleicht Bosszeit schon. Das wäre hart. Goppel hat das Gefühl, dass es bis zur Spitze nicht mehr weit sein kann. Oh. Dort ein Weg. Dort ist ein Weg. Hm. Sehr gut, auf geht's. Hm. In der Tat, es besteht kein Zweifel. Am anderen Ende dieses Weges wartet die Spitze. Lass uns keine Zeit verlieren. Dup, 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 dup. Hä? Wer ist da? Hey, stehen geblieben. Hm. War das gerade nicht Trabigator? Soll ich was sagen? Lustigerweise.
Ich habe vermutet, dass Rabigate da irgendwie drin steckt. Ich hatte es in der Aufnahme auch erwähnt, von wegen. Ich glaube, Rabigato steckt da mit drin. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wie, aber er steckt da mit drin. Er steckt mit drin, lustig. Rabigator? Etwa der aus Trubelstadt? Ja. Was hat der denn hier verloren? Da ist irgendwas im Busch. Wollen wir uns an seine Fersen heften? Nein. Zuerst müssen wir zur Spitze. Nanu, was ist denn das? Das ist ein Grabstein. Sieht zumindest aus wie ein Grabstein. Oder die 10 Gebote. Eine Steintafel? Die muss wohl Rabigata verloren haben. Darin sind Fußabdrücke. Ein. Was? Die darin. Ach, Moment. Kurz mal fokussieren. Darin sind. Verdammt. Darin sind an Fußabdrücke erinnernde Schriftzeichen eingemeißelt. God damn it. Was ein Satz. Das scheinen mir vorzeitliche Schriftzeichen zu sein. Hey, Flunkiefer, was ist? Ah, Entschuldigung. Ich bin sofort bei euch. Punk. Interessant. Wir möchten aber nicht speichern, sonst passiert mir vielleicht noch was wie letztes Mal.